Hey ihr Lieben und herzlich willkommen zurück bei Rayman 1. Ich habe kurz überlegt, ob ich jetzt direkt mit dem nächsten Level weitermache, aber ich denke, dass ich jetzt erstmal ein bisschen hier hinten weiter abarbeite und jetzt unter anderem erstmal den letzten Käfig im Level mitten im Dickicht holen werde, denn da weiß ich mit ziemlich sicherer Wahrscheinlichkeit, wo der letzte Käfig ist. Gerade hier muss man ja sagen, dass man zu Beginn einfach gar keine Fähigkeiten hatte. Das heißt, wir konnten weder schlagen, noch konnten wir den Propeller benutzen, noch konnten wir uns irgendwo festhalten. Und all das waren halt Punkte, wo man einfach ziemlich krass eingeschränkt war. Also ich glaube, uns fehlt gerade wirklich nur noch eine einzige Fähigkeit und das ist das Schnellrennen. Ja, also man kann später noch Anlauf nehmen, da kann man weiter springen. Und natürlich dann mit dem Propeller auch noch weiter, ja, noch weiter kommen. Das dauert aber, glaube ich, noch ein ganzes Stückchen. Also, das bekommen wir auf jeden Fall nicht mehr in der Musikwelt. Warum sammle ich jetzt eigentlich diese Loons ein? Eigentlich überflüssig. Aber wir sind hier richtig. Ihr erinnert euch nämlich noch, ich habe euch gesagt, dass hier noch so ein kleiner Engel sein müsste. Und hier ist auch einer. Jetzt ist die Frage, wie wir hier am besten rüberkommen. Und wir haben es geschafft. Sehr schön. So, und wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, genau. Spawnt hier ein Käfig. Und damit haben wir alle. Jetzt muss ich hier nur noch irgendwie lebendig ans Ziel kommen. Was natürlich auch wieder leichter gesagt als getan ist. Aber können wir auch nochmal nutzen, um uns eine Goldfaust zu holen. Um nochmal ein paar... Shit, das wollte ich gar nicht. Um nochmal ein paar Glaskugeln einzusammeln. Vielleicht nochmal ein extra Life zu bekommen. Also was halt. Und? Jawohl. Sehr schön. Das hat funktioniert, so wie ich das wollte. Zack, zack, zack. Wunderbar. Jetzt muss ich eigentlich wirklich nur noch ans Ziel. So schnell, wie es irgendwie möglich ist. Ich sollte hier nur ein bisschen aufpassen, nicht zu übermütig werden. Sowas nämlich. Ich meine, ganz schnell dann doch einen nochmal gewischt. So, dann machen wir mal hier weiter. Lagune der Angst. Mal gucken, genau. Hier erinnere ich mich auch noch. Sehr schön. Ja, ich glaube, ich weiß, wo hier noch Käfige sind. Aber da sind wir jetzt nicht reingekommen. Aber jetzt müsste hier unten schon mal einer spawnen. Ja, da unten ist auch einer. Das ist schon mal der vierte. Ob allerdings jetzt der letzte ist, weiß ich nicht. Ah, guck mal einer an. Sehr schön. Sehr schön. Vier Käfige. So will ich das sehen. Jetzt ist die Frage, wo finde ich den letzten? Ob das überhaupt noch in diesem Level ist oder ob das vielleicht erst im nächsten ist? Das ist halt so eine Frage, die ich jetzt gar nicht beantworten kann. Ist halt theoretisch beides möglich. Obwohl wir mit drei Leveln, mit drei Ups hier in diesem Level schon ziemlich gut bedient sind, also... Ich weiß jetzt von drei sicheren Käfigen hier. Ach ja, dieses Level. Tja. Habe ich hier vielleicht was übersehen? Ah! Da bin ich nicht rangekommen. Das ist natürlich... Scheiße. Aha! Doch, hier. Das sind so die... Ah! An das One-Up wäre ich gern gekommen. Wow,
Wow, das ist mies gewesen. Das ist mies gewesen. Dass ich da nicht hochgekommen bin. Naja, das gibt mir die Möglichkeit, jetzt hier nochmal an das One-Up zu kommen. Sehr schön. Man muss einfach immer ein bisschen weiter vorne sein. Ah nein, warum bin ich da nicht mehr rangekommen? Wie gemein. Ja. Jetzt habe ich wenigstens das ab wieder. Ich weiß gar nicht, wie das gehen soll. Muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, wie wir das letzte Mal so einfach geschafft haben. Keine Ahnung. Na egal. Das war auf jeden Fall auch nochmal ein Erfolg. Ja, Sumpf des Vergessens. Da soll ich jetzt auch nochmal durchrushen. Ja, das ist jetzt halt die Frage. Das ist natürlich ein Level, das mag ich gar nicht gerne. Aber da müssen wir jetzt nochmal durch. Da müssen wir nochmal durch. Und hier habe ich leider auch keine Ahnung, wo die restlichen Käfige sind. Also wirklich gar keine Ahnung. Davor hatte ich ja immer wenigstens so eine gewisse, ja, Vermutung. Ja, aber hier nichts. Ich hoffe ja immer, dass wenn ich irgendwie, keine Ahnung, spezielle Kristallkugeln einsammeln, dass dann irgendwie was spawnt, aber bis jetzt wurde ich davon eigentlich auch immer eher enttäuscht. Keine Ahnung. Bin ich nicht ganz nochmal zurückgekommen. Ich hätte noch ein bisschen näher dran laufen müssen, aber da wäre man zum Beispiel an dieses Abwehrmann gekommen. So, aber hier. Hier muss es doch was geben. Ich habe zum Beispiel in Erinnerung, jetzt wo ich das hier gerade sehe, dass wenn ich jetzt hier lang gehe, einmal alle Gegner erledige, jetzt mir noch die goldene Faust hole. So, und wenn ich jetzt nochmal zurückgehe, dass dann ein Käfig war. Das weiß ich aber nicht. Aha. Oh, ich hatte sowas in Erinnerung. Da hatte ich jetzt wenigstens nochmal eine vage Vermutung, ne? Aber da hat man es auch kurz glitzern sehen. Also so glitzernde Funken an einem bestimmten Punkt deuten immer darauf hin. Oh Gott, das war ein Fehler. Oh Gott, das war ein richtiger Fehler. Scheibenkleister. So. Nein, du sollst nicht dahin. Genau. So, aber da unten waren wir ja, glaube ich, schon, ne? Ich meine, ich kann noch mal eben kurz gucken. Nein, oh, wie schlecht. Jetzt sind hier verdammte zwei Pflaumen. Ja, aber da waren wir schon dran. Da waren wir schon dran. Da ist auf jeden Fall kein Käfig. Da müssen jetzt noch zwei im nächsten Level sein. Ah, okay. Das kann jetzt natürlich sein. Es kann allein hier schon eins sein. Hier schon eins geben, meine ich. Ja. Oh Mann, das ist echt gemein, ne? Da muss man ganz ehrlich sein.
Ja, versuchen wir es mal. Das ist jetzt riskant, was ich hier mache, aber... nicht ganz ohne Erfolg bis jetzt. Aha, da braucht man definitiv... Ja, Mai. Sehr schön. Hätte ich nicht gedacht, dass ich so erfolgreich bin. Was das angeht. Oh Gott, jetzt sterbe ich aber. Wow. Oh, bitte sag mir, ich falle nicht ins Wasser. Nein, 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 nein. Scheiße. Egal. Ich habe alle Käfige, mehr will ich gar nicht. Ich bin weg. Ich kann das Ganze auch überschwimmen. Ohne Probleme. Da könnte mich mal kreuzweise, da hätte ich gar nicht rüberspringen müssen. Und adios. Immer hinter dieses Endezeichen springen. Mit Erfolg. Mit Glück kann man dann da immer noch mal einen Käfig bekommen. Ja, mache ich das jetzt hier noch? Das wäre zu viel, ne? Das wäre jetzt gerade zu viel für diesen Part. Ich denke lieber, dass ich jetzt hier Schluss mache und im nächsten Part dann weitermache, dann aber wieder mit einem neuen Level. Ich möchte ja nicht nur die ganze Zeit die alte Level auffrischen, aber ihr seht's, also gerade am Anfang, die Käfige sind doch relativ einfach zu finden. Das wird aber noch wirklich sehr viel schwieriger, das kann ich euch sagen. Und allein hier, wenn man überlegt, Bongo-Hügel, haben wir erst einen einzigen Käfig. Das schockiert mich gerade. Übrigens, hier können wir jetzt auch schon das erste Level der blauen Berge sehen. Ja, das ist eigentlich meine wahre Lieblingsgegend, aber ich habe ja schon mal gesagt, dass... ist schwer zu beurteilen, was denn jetzt hier eine Lieblingsgegend ist, weil auch die Gegenden, die danach kommen, sind noch einfach wunderbar und schön und wecken einfach nur, ja, richtig schöne Kindheitserinnerungen bei mir. Na gut, liebe Leute, das war's für diesen Augenblick. Wir hören uns beim nächsten Part hoffentlich wieder und bis dahin, macht's gut. Ciao.